Hallo und ein herzliches Willkommen zurück auf Octria mit niemanden, denn Emmy hat sich eigentlich versteckt. Man sieht dich. Hallo. Ich kann dich sehen. Und ich kann dich riechen. Eigentlich wollte ich hier hin. Ich dachte, du guckst da hin und dann wollte ich halt so kommen Tja. mit Emmy. Pech gehabt. Okay, oh, jetzt muss ich überlegen. So, Ich will meinen Leutchens. Zimmer Ja, aber jetzt muss ich erstmal kurz überlegen. Coins. einrichten. Ja, Coins, haben wir 3 Stück. Ich Den gehe da Rest ist schon mal ja. hin. Genau, der Rest ist ja hinten in der Spartruhe. Ich habe aber noch einen Haufen Zeug unten im Keller, glaube ich, das wir eintauschen könnten gegen Coins. Ich habe hier ganz viele Schneckenköpfe von Dennis bekommen. Ganz viele für Davon meinen darf ich auch welche Vorgarten und so, haben. genau. In Dann mein Zimmer. hier unten. Das sind auf ganz wundersame Weise haben sich hier die Heuballenköpfe vermehrt. Also wie sowas passieren konnte, keine Ahnung. Ich sag nur eins, Dennis. Ja, wahrscheinlich. So, hier hat sich nichts getan, außer dass hier alles relativ voll ist. Das Getreide leider nicht. Na, wir brauchen ja Getreideballen, aber das wächst einfach nicht so wirklich. Das, ja, ist irgendwie doof. Ich Hier hab ist auch ein bisschen was zum Tauschen Getreideballen, noch. wenn du brauchst. Für meinen Stall bräuchte ich noch, aber es ist nicht so wichtig. Das kann man auch. Kann ich nach und nach machen. So, und hier habe ich auch ein bisschen weitergemacht, aber eben nicht ganz. Ihr seht, ist nicht viel passiert. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir nach oben. Ich habe noch ein bisschen Zuckerrohr. Und zwar den habe ich von der Nina bekommen. Zeige ich euch auch gleich, woher. Denn die, guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag. Die Gemeinschaftsmine ist offen. Ich habe hier eine kleine Erklärung geschrieben. Da könnt ihr euch das durchlesen. Und ja, könnt dann auf jeden Fall hier unten rein. Wahrscheinlich, wenn ihr das Video seht, wart ihr hier sowieso schon drin. So, also Also ein hier. paar. Hä? Also ein paar waren da wahrscheinlich Ja, schon drin. wahrscheinlich schon. Also hier könnt ihr abbauen, Zuckerrohr abbauen und ja, wie wir schon gesagt haben, entweder einstecken oder spenden oder. Also das, was ihr wollt. Unten ist auch bald fertig, da wird dann auch bald aufgemacht. Da schauen wir dann mal. Es gab wieder ein paar Spenden, Wolle, Enderperlen und roher Lachs. Ich frage mich immer wieder, Leute, wie kommt ihr an Enderperlen? Ich sag nur eins, kaufen. Ja. Und diesen Glück, also diesen, wenn man doch was bekommt. Also wenn man, so wie jetzt gerade. Ach, echt? Da kriegt man Ja, wenn man dann Enderperlen. ab Level 15, glaube ich. Ah, okay. Oder man kriegt 15. Kein Schimmer. Also irgendwas in die Richtung, ja? Genau. Okay, alles klar. So, nein, das ist Wolle kommt da oben rein. Ach so, das Zuckerrohr musste ich noch unten bringen. Nee, aber ich komme jetzt erstmal zu dir. Ich laufe jetzt auch mal. Ich bin mal gar nicht faul. Hattest du eigentlich meine Mine jetzt vor der Aufnahme abgedingst? Nein, dann mache ich das gleich. Wieso willst du zu mir? Einfach auch, weil sich hier auch ein bisschen was geändert hat. Ich habe, wie ich ja angekündigt habe, beim Admin mir ein paar Barriers erbettelt. Und hier sind jetzt alle Zwischenräume, naja, nicht alle, aber die meisten Zwischenräume sind zu. Ist alles auf mindestens 2 hoch zu, man kommt also nicht mehr hin. Hier ist auch irgendwie alles schon grün geworden. Da sieht man mal, wie lange wir hier rumgestanden haben. Ja, genau. Also das ist soweit, ja, der Stand der Dinge. Gut. Dann, ja, was mache ich denn jetzt als nächstes? Entweder könnten wir Coins tauschen. Ach, wir sollten Coins tauschen. Ich gehe mal in den Keller und hole mal ein paar Sachen, denn es gibt neue Blitzangebote. Und ich weiß, obwohl ich weiß es gar nicht sicher, aber ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es Sand in Blitzangeboten gibt. Weil dann könnten wir nämlich hier jetzt mal anfangen und die Dings erstmal fertig machen. Die Kaktusfarm, dass die einmal komplett fertig wird. Das würde mich schon sehr freuen. Bist du gerade im Lager? Ja, aber ich komme nicht zu dir.
Ich gehe jetzt zu, also verkaufen erstmal. Ach Mann. Was brauchst du denn? Birkenholz. Ja. Bringst ist, du ist da nichts mit? Mehr im Haus? Gar nichts mehr in Nur den Kisten? Noch ein Stück habe ich. Echt? Guck mal am Stall, da stehen meine Kisten. Und da könnte noch Birkenholz drin sein. Bin ich eigentlich ziemlich sicher, dass ich da Birkenholz habe. So. Nope. Und 4. Ja, 4 ist doch schon mal besser wie gar nichts. Und Chloton. So. Okay. Das ich hab haben dir wir. Kein Chloton. Dann gehe ich mal eben bei den Blitzangeboten gucken. Ich hab dir, So. Erde gibt es. Und fünf Sand für einen Coin. Das darfst ja niemandem verraten. Alles klar. Alles klar. So, also ich bin beschäftigt. Ich werde verkaufen und so. Und verkaufen und kaufen. Verkaufen und wieder neu kaufen. Können eigentlich den Sand können wir gleich hier lassen, dann haben wir wieder einen Platz frei. Ja. Also müsstest du dir deine Sachen leider erstmal selber holen. Kannst ja ein Pferd mitnehmen. Dort steht ja in der Box. Kommst du gleich nicht mehr ins Ding? Doch, aber das dauert eine Weile, bis ich komme. So, weiter geht's. Ach ja, was ich noch sagen wollte ist, wundert euch nicht, falls euch das Ganze hier ein bisschen versetzt vorkommt. Wir nehmen ein wenig vor auf, weil ich die nächsten 2 Wochen sehr viele Termine habe. Beziehungsweise wir, Emmy hat ja auch ein paar Termine. Und oh, ja. Ja, wir dann einfach wenig zum Aufnehmen kommen und deswegen machen wir jetzt schon ein bisschen mehr, damit ja, wir dann ein bisschen Luft haben. Aber trotzdem werden wir natürlich weiterhin auf Octria spielen. Immer. Immer, jeden Tag. Bei mir jeden Abend. Ich bin immer online. Fast immer zumindest. Fast immer zumindest, genau. Dotti, in Stall. So. Dotti. Ha. Weiter geht's. Oder wer ist das? Dotti ist im Stall und Charlie war draußen. Dann habe ich Charlie mitgenommen. Ist ja eigentlich egal. Das ist egal, ja. Und wieder Keller. So, Gott sei Dank kann ich mich die ganze Zeit hin und her porten, denn ansonsten würden wir wahnsinnig werden. So gemein. Ja, aber stell dir mal vor, ernsthaft, ich würde die ganze Zeit hin und her laufen. Ja, stell dir mal vor, ich muss jeden Tag die ganze Zeit hin und her laufen. Ach, du bist noch jung. Nein, eigentlich ist es mir egal. Weil das ist ja kein echtes Leben und ja. Er muss ja nicht in echt latschen, ne? Ich habe dafür Dings. Zum so. Glück. Fahrrad und so. Nee, Fahrrad nicht, genau. Sondern Inliner. Inliner, Rollschuhe und was es nicht alles gibt. So. Also ich bin bestens versorgt. Ja, also ich tausche jetzt alles, was wir haben, in Coins ein. Und ich werde alles in... Also jetzt wahrscheinlich dann nochmal einmal in Glowstones und dann alles in Sand investieren. Ich habe auch noch ganz viel Zuckerrohr, wenn du haben möchtest. Nö. Nö, behalt das mal. Ich brauche das nicht. Du kannst das in Coins eintauschen. Du jammerst die ganze Zeit, ich habe keine Coins. Nein. Und dann verschenkst du dein Zeug. Im Moment brauche ich keine Coins. Echt nicht? Nein. Braucht man nicht immer Coins? Im Moment bin ich zu... Also brauche ich gar nichts. Ich brauche nur Erde und das bekomme ich von den anderen. Ah, naja, dann ist ja gut. So, das sammeln wir nochmal ein. Hier muss ich nochmal ein bisschen optimieren, habe ich so das Gefühl. Also wer mir gerne Erde kaufen möchte, geben möchten und ich nicht da bin, einfach in meinen Briefkasten schmeißen. Ja. Dankeschön. Piep. Toll. Jetzt habe ich gerade gedacht irgendwie, ach, da habe ich noch Zeugs drinne in der einen Kiste. Ist mir aber aufgefallen. Klar, das habe ich ja auch gerade eben da reingestopft.
damit ich die Taschen frei habe. Also, so viel zu meiner Vergesslichkeit. So, einmal noch. Und dann haben wir erstmal alles, was abgeerntet war, schon getauscht. Jetzt habe ich und dann würde ich sagen, machen wir erstmal die Kaktusfarm fertig, dass die auf jeden Fall komplett fertig ist, dass wir dann nur noch das Zeug rausholen brauchen. Und dann machen wir beim Pferdestall weiter. Bist du gerade im Lager? Kommst du dann gleich zu mir? Ich gehe jetzt, also ich verkaufe jetzt, dann gehe ich gleich nochmal was einkaufen. Und dann komme ich zu dir. Was möchtest du denn haben? Birkenholz. Immer noch nicht gereicht. Also nur Birkenholz, nichts anderes. Ich überlege gerade noch, okay? Ja, okay. Wieso ist hier ein Buch und da steht Geschichte? Das ist von der Alina Eule, glaube ich. Yep. Und sie hatte mir da eine total nette Geschichte geschrieben und das Buch hätte ich gerne im Haus und deswegen ist das da. So, lieber, wer auch immer du bist, Dankeschön. So. Ein Stack Glowstones. Cool, oder? So, und jetzt habe ich... Oh, ich habe eine Folgeidee. Wäre es auch cool... Also, wer es cool findet, gibt mal einen Daumen nach oben. Ich habe nämlich die Idee, wenn wir das Haus hier fertig haben, können wir ja so ein Special, also ein Video machen. Da spielen wir halt Mutter, Vater, Kind sozusagen. Ja, okay. Mama. Das sehen wir dann. Ich glaube nicht, dass ich für sowas wirklich geeignet bin. Aber wir werden sehen. Vielleicht machen wir mal sowas. Quasi wurde vom Server geflogen. Ja, das ist ja normal, wenn man AFK ist. So, gut. Ich mache jetzt die, die Kaktusfarm hier ein bisschen weiter. Aber ich komme gleich erstmal kurz zu dir, glaube ich. Dein Zeug bräuchst du ja, ne? Ja. So, genau. Kaktus machen wir gleich auch noch drauf. Dann kann der nämlich wachsen. Und wenn der, ich glaube, 2 hoch, ne, gewachsen ist, dann können wir da nämlich schön die Mauern platzieren, weil hier haben wir ja nichts drüber mit den Mauern hin könnten. Huch. So. Ja, dann haben wir noch 3,5 Stacks Sand über für die Dings, für die Gemeinschaftsfarm. Na, da sollte die doch auf jeden Fall mit fertig werden. Ich brauch Sand, ich brauch sowas von Sand. Ja, 5 Sand kostet 1 Coin. Cool. Ja. 5 Sand nur. So, und dann hier. Aber 5 Sand für 1 Coin ist schon ein bisschen viel. Ach, ich finde das super. Das hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt, alles in Sand zu investieren. So, da wird nämlich die Kaktusfarm wieder ein kleines Stückchen besser, muss ich jetzt erfahren. Wieder ein bisschen effektiver. Effektiver macht den Fehler. So. Machst du dir kein Aua? Nö. Wird die bis nach oben gemacht oder ist das die letzte Etage? Also, die ist schon ganz oben. Nein, also, bis ganz fast ganz oben. Ich glaube nicht, dass noch eine drauf geht. Du weißt es aber. Das passt platzmäßig nicht. Also doch, das weiß ich, dass das platzmäßig nicht passt. Das geht nicht. Okay. Also das ist die letzte Etage. Alles klar. Ich baue mir sogar einen Kleiderschrank. Ja. Ah, jetzt reicht diese. Ich pack das nicht. Ich kann hier mal runterspringen. Zack. Ah, hier muss unbedingt nochmal nachoptimiert werden. Aber es ist schon ziemlich, ich nehme mal mein Werkzeug schon mal mit, es ist schon ziemlich krass, was man so in
kurzer Zeit dann doch an, an Zeug zusammenbekommt, an Kakteen, ne? Da ist schon einiges, was da so runterkommt. Aber die Farm ist ja noch relativ groß. Da muss ja auch einiges runterkommen. So, jetzt warten wir, bis die gewachsen sind. Ich bin gerade überlegen, ob wir zwei oder ob wir die hier oben dann lieber drei hochwachsen lassen. Ich glaube, es sieht ein bisschen besser aus, ne? Was? Und das Glas machen wir dann später hier rein. Ja, so machen wir es. Ich habe leider kein Glas mehr für mich, für dich. Kommst du gleich zu mir? Ich bin jetzt gleich auf dem Weg zu dir, ja. Weißt du noch, was du mitbringen sollst? Ja, das war eine Sache. Also so schwer zu merken war sich das nun auch. Nein, ich habe noch was. Ja, das hast du aber noch nicht gesagt. Von jeder Schnecke ein Kopf. Okay, ja, die bringe ich sowieso mit. Die Schnecken und ein bisschen Heu. Heuballen. So, die bringe ich auch. Heu will ich aber nicht. Aber ich. Und hier müsste ich noch Wasser drin haben, genau. Die Schnecken. Den Sand tue ich mal hier zwischenlagern. Den brauchen wir da hinten nämlich jetzt nicht. Dann nehme ich noch ein bisschen Erde mit. Dann kann ich an der Pferdekoppel noch ein bisschen weitermachen. Ui, da ist ja nicht mehr viel Erde. Ach, siehst du, ich habe ja den Portpunkt. Home, Haus, ne? Du bist so Paul. So, guck mal. Da. Mami, ist ja echt. Gewittert das? Ja. Nein, das hat noch nie auf Octria gewittert, geschweige denn geregnet oder sowas. Es regnet bei mir nicht. Aber es gewittert. Hey, runter von meinem Glas. Ah, ist ja cool. Das ist voll am Blitzen. das sehen wahrscheinlich nur wir, ne? Wieso? Weil die Ranchen unterschiedliche Tag-Nacht-Rhythmus haben. Teilweise. Ach Mensch. So, okay. Das erstmal da rein. Das machen wir gleich. Du hast so schön. Erde nehmen wir mit und dann. Doch, es quittert bei den anderen auch. Okay, ich habe nichts gesagt. cool. Ja. So. Was habe ich geschrieben? Dass du Angst hast, vor was auch immer. So, wie machen wir das jetzt? Ich wollte die Pferde hier weiter rumrücken. Das geht aber dann gar nicht wirklich mit dem Eingang hier für die Lamas. Da muss ich den Eingang weiter rumrücken. Okay, machen wir das. Das ist voll schwer, ohne zu fliegen. Nicht Problem sein. So. Eimer. Eimer, Hecke. So. Gut, dann mache ich das einfach woanders hin. Dann mal gucken, wie weit wir mit den Pferden rumgehen. So. Ich würde bis ja schon einen Tacken weiter, oder? Ach, ich weiß nicht so genau. Ich muss gleich nochmal bei deinen auf deinem Balkon und da gucken, wie weit ich denn hier mit den Pferden rum wollte. Oh Mann. Ich habe vergessen, dass ich nicht. So. So, ich hab's. Mama, willst du auch einen Kleiderschrank in deinem Schlafzimmer? Ja. So. Das kommt weg. Meinst du so ein?
Nicht so wirklich weit. Hä? Ja, gucke ich mir später an. Hallo. So. Ach, meine Mutter, immer dieses... Mein Zimmer ist ziemlich klein, finde ich. Ja? Du hast den ganzen Dachboden. Ich meinte mein Schlafzimmer. Ach so. Kann ich dich beobachten aus meinem Fenster? Solltest du können, ja. Du solltest mich sehen können. Ich sehe nur deine Plakette von meinem Schlafzimmer aus. Von meinem Balkon sehe ich alles. Hier vorne. Mami! So. Ja, ich komme da gleich hin. Ich muss da gleich mal gucken, wie weit ich jetzt mit der Pferdeweidekoppel gehe. Wollen wir heute wieder den Abschluss Ich komme zum Balkon, ja. Können wir da den Abschluss machen. Habe ich da nicht. Nee, damit man auch mal den Überblick sieht, wie es hier gerade ist. Ja. So. Ich bin schon unterwegs. Der Part ist auch gleich schon wieder zu Ende. Ich finde das doof, wenn der Part zu Ende ist. So, da bin ich. Soll ich das etwa doppelt absichern oder was? Was ist denn das hier? Ein Zimmer. Okay, alles klar. Gut, okay. Balkon. Ham, hinsetzen. Nicht stehen. Stellst du dich bitte nicht auf meinen Stuhl? Entschuldige, ich musste gucken. Okay, aber jetzt weiß ich, wie ich es mache, glaube ich. Gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Part. Ja. Ciao, ciao. Tschüss.